Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal ein bisschen was anderes und zwar ein kleiner Tech-Talk oder wie auch immer man diese kleine Serie, die ich jetzt vielleicht auch starten will, nennen soll. Ich weiß es nicht genau. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie ihr euch das gerne wünscht, wie die Serie hier heißen soll. Es soll auf jeden Fall um Technik gehen. Und ja, ich nenne es jetzt einfach mal Tipps und Tricks für euch und so starten wir mal das erste Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, dass in nächster Zeit da davon noch ein bisschen mehr kommt und ich denke, das ist auch ganz cool für euch. Genau, wir starten aber rein ins Video und heute soll sich alles um die Federgabel drehen. Und zwar soll sich darum drehen, wie stellt man denn so eine Federgabel überhaupt richtig ein. Genau, und um da das richtige Setup zu finden, will ich euch dieses Video machen, um euch da einfach weiterzuhelfen, weil ich denke, mittlerweile gibt es da so viele Einstellungsmöglichkeiten, dass viele von euch, denke ich, gerade wenn man ein neues Rad hat oder ein neues Federelement, die sich da relativ schwer tun, und um euch das leichter zu machen, möchte ich das Video machen. Ich würde sagen, wir starten mit Punkt 1 beim Setup von der Gabel. Ich habe eine Fox 38 Luftfedergabel in der Factory-Variante, das habt ihr in meinem Bike-Check-Video schon gesehen, mit 170 mm Federweg. Ich denke, die meisten von euch fahren in ihrem Rad eine Luftfedergabel, ob das jetzt 130, 140, 150, 160, 170 oder wie viel auch immer Federweg ist, ist eigentlich egal. Eine Gabel stellt man eigentlich immer gleich ein. Das erste und wichtigste, was ihr bei einer Gabel einstellen könnt, ist der Sag. Der sogenannte Federweg, der einfedert, wenn ihr ganz normal mit eurem Gewicht auf das Rad aufsteigt. Und um den Sag einzustellen, gibt es nur eine Variante, und zwar ist es der Luftdruck von der Federgabel. Ihr habt meistens, denke ich, Luftfedergabeln. Die neueren Federgabeln sind meistens alle Luftfedergabeln. Wenn ihr da nicht bestimmte Sachen mit einem Push-Tuning-Kit oder so getuned habt, funktionieren die eigentlich alle mit einer Luftkammer. Und den Luftdruck stellt ihr ein mit einer ganz klassischen Dämpferpumpe. Das heißt, um die Gabel richtig einstellen zu können, braucht ihr auf jeden Fall eine Dämpferpumpe, die natürlich hier oben auch dementsprechend das Richtige anzeigt. Also schaut, ob eure Dämpferpumpe auch richtig funktioniert. Und wenn ihr eine kauft, dann spart da auch kein Geld, sondern kauft da was Gescheites. Genau. Dämpferpumpe braucht ihr auf jeden Fall, und jetzt geht es darum, den Sag einzustellen. Da gebe ich euch meinen Tipp Nummer 1, sage ich jetzt mal, und zwar ist es der Sag-Bereich. Wie viel Sag sollt ihr denn überhaupt einstellen? Ich gebe euch jetzt 3 Tipps, sage ich jetzt mal, wie viel Sag ihr einstellen könnt oder sollt. Also ich würde auf jeden Fall 3 verschiedene Sag-Varianten vorschlagen. Das erste ist 25% Sag, das zweite 30% und das dritte 35% Sag. Ihr könnt natürlich auch 20% Sag fahren oder 15% Sag oder natürlich auch 40%. Aber meine Empfehlung sind diese 3 Werte, entweder 25, 30 oder 35. 25% Sag würde ich eher für den Fahrer, jetzt sage ich mal, kategorisieren, der eher auf Tempo fahren will, der maximalen Speed auf dem Trail rausholen will, der vielleicht auch Rennen fährt und der auch harte Strecken fährt und es richtig krachen lässt. Also diejenigen, die im Bikepark ballern gehen, Laps machen gehen, die richtig Zeit rausholen wollen auf dem Trail und richtig krachen lassen und maximalen Kurvenhalt auch haben wollen, die fahren 25% Sag, so meine Empfehlung. Da habt ihr eben ein strafferes Fahrwerk mit 25% Sag und habt einfach das beste Setup für euren Einsatzbereich, sage ich jetzt mal, wo ihr die Gabel nutzen wollt. Das zweite sind 30%. 30% ist, sage ich jetzt mal, für den normalen Fahrer, der im Bikepark mal fährt, aber auch Hometrails fährt und das Fahrwerk nicht ganz so straff haben möchte. Und 35% Sag würde ich den Leuten empfehlen, die wirklich fast nur Hometrails fahren und auch einfach von ihrem Federwegsbereich vielleicht nicht das ausnutzen, das der Federwegsbereich auch hergibt. Also ich sage jetzt mal, für die Leute, die ein 180 mm Rad haben, aber nur Hometrails damit fahren, würde ich das eher weicher fahren, weil ihr dann einfach mehr Spaß habt, als wie wenn ihr mit einem brettharten Fahrwerk fahrt. Genau. Den Sag stellt ihr ein mit der Dämpferpumpe über den Luftdruck, wie ich euch schon gesagt habe. Und der Nico und ich, wir demonstrieren jetzt euch mal, wie man das manuell auf dem Bike macht. Und ich würde sagen,
Wir sehen uns gleich wieder und jetzt schalte ich um zum Nico und mir. Wir zeigen euch das. Jo Leute, also ich habe jetzt hier in der Garage mal ein kleines Setup gemacht. Ich habe meinen imaginären Nico dabei, der ist aus Holz heute. Der hat nämlich leider keine Zeit gehabt und jetzt habe ich einfach den hölzernen Nico genommen. Das geht auch in Form von meiner Manual Machine, die ich mal gebaut habe in einem Video. Da gab es übrigens auch mal ein Video dazu. Und ja, ich zeige euch das mit dem Sack einstellen jetzt einfach in der Garage. Hier liegt zwar Holz und alles Mögliche, aber wir kriegen das schon irgendwie hin, dass ich euch das zeigen kann. Genau. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr euch hier draufsetzt, um den Sack einzustellen, eure Montur an habt, die ihr zum Fahren immer anzieht. Also das heißt euren Helm, eure normalen Radklamotten, Knieschoner etc., Rückenprotektor, dass ihr den Sack dementsprechend auch richtig einstellt. Ich habe das mal angezogen und jetzt wollen wir mal gucken, ob das bei mir schon passt. Genau, wichtig ist da dazu, ihr stellt euer Rad irgendwo fest hin, entweder in eure Manual-Maschine, so wie ich das jetzt gelöst habe, wenn ihr alleine seid, wenn ihr sowas habt. Alternativ könnt ihr euch natürlich eine zweite Person holen, entweder eure Eltern oder Freunde oder sonst wer, der euch hilft. Jo, wenn euer Rad dann fest steht und ihr schön auf dem Rad sitzen könnt, dann ist es wichtig, dass ihr mal aufsteht, so wie wenn ihr in einen Trail im Prinzip reinfahrt, dass ihr in eure Aktivposition geht, also das heißt die Ellenbogen raus, schön auf den Lenker auch lehnen, so wie ihr eben in Trail reinfahren würdet. Genau, und jetzt kann man sagen, könnt ihr einfach mal das komplette Fahrwerk schön durchfedern, ja? Also einmal schön durchfedern, sodass sich das sauber einpendelt und dann in Aktivposition stehen bleiben. Und jetzt in meinem Fall könnt ihr vorsichtig, ganz vorsichtig, ohne dabei groß Gewicht vom Lenker zu nehmen, schaut, dass das Gewicht mit einer Hand auf jeden Fall auf dem Lenker bleibt. Oder wenn ihr die zweite Person habt, dann lasst es von der zweiten Person machen, den Ring hier an der Gabel nach unten zu schieben. Habe ich jetzt gemacht. Dann ist der Ring jetzt gesetzt und so lasst ihr das eben von der zweiten Person auch machen, bis an Anschlag nach unten schieben. Und jetzt ist es ganz arg wichtig, dass ihr vorsichtig absteigt. Jetzt dürft ihr nicht mehr vorne einfedern, weil wenn ich jetzt einfedere, dann ist mein Sack vorne im Prinzip meine Messung wieder kaputt, weil der Ring zu weit oben ist. Deshalb guckt, dass ihr so neutral wie möglich vom Fahrrad absteigt. Am besten nach hinten die Gabel entlasten. Dann kommt ihr nicht in Gefahr, dass ihr vorne nochmal einfedert. So, jetzt bin ich mal vom Fahrrad runter und jetzt haben wir hier vorne den Federweg. Ich blende euch jetzt mal einen Shot ein, dass ihr mal das ungefähr seht, wie viel das jetzt bei mir ist. Und ich fahre eigentlich immer so zwischen 20% und 25% Sack. Und wie könnt ihr jetzt feststellen, dass ihr eben den richtigen Federweg habt? Und zwar, ihr könnt euch den Sack ja ganz einfach ausrechnen. Das heißt, ihr nehmt euch euren gesamten Federweg, den wisst ihr, oder entweder guckt ihr den auf der Herstellerseite nach. Bei mir sind es bei meiner Fox 38 170 mm. Dann könnt ihr mit dem Gesamtfederweg einfach eure Prozentzahlen ausrechnen. Das sind einmal die 25%, die 30% und die 35%, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann wisst ihr, wie viel ihr im Prinzip messen müsst, wie viel Zentimeter Anzahl ihr Sack fahren müsst. Und dann braucht ihr nur noch eins, und zwar einen Meterstab, und könnt mit dem Meterstab ganz einfach messen, wie viel Sack ihr jetzt im Prinzip gebraucht habt, und könnt damit dann euren Sack einstellen. Genau, und je nachdem, wie das dann stimmt, müsst ihr eben Luft ablassen oder aufpumpen. Genau, so einfach ist es eigentlich, gar kein Hexenwerk. Wie gesagt, wenn ihr eine zweite Person habt, dann ist es wesentlich einfacher. Und nachher, wenn ich euch das Shockwiz erkläre, in Schritt 3, das seht ihr nachher dann, da komme ich dann auch noch dazu. Damit könnt ihr den Sack auch einstellen, dann braucht ihr keinen Meterstab und müsst nicht rumrechnen. Ja, und wie das funktioniert, seht ihr dann nachher in Schritt 3, wenn ich euch das Shockwiz erkläre. Da blende ich nochmal kurz einen Clip von hier ein. Yo, also jetzt habt ihr gesehen, wie man den Sack manuell einstellt, und ich zeige euch jetzt noch, was es für kleine Hilfen gibt. Zum Ersten, bei Fox gibt es im Internet für eure Federgabel jeweils eine Tabelle, wo ihr nach eurem Fahrergewicht schauen könnt und dann dementsprechend die PSI-Anzahl, die ihr in das Federelement reinpumpen sollt. Das könnt ihr da ganz einfach dem Tabellen entnehmen und dann anschauen, wenn ihr das nicht manuell machen wollt, so wie der Nico und ich das gerade gemacht haben.
Genau, das wäre die zweite Variante, wie ihr euren Zack einstellt, einmal manuell und einmal über die Fox-Tabelle im Internet. Das gibt es auch für RockShox-Federelemente, für alle möglichen Gabeln gibt es eigentlich vom Hersteller eine Tabelle, wo ihr das ablesen könnt. Bei RockShox ist sogar ganz cool, da ist auf dem Standrohr eine Skala mit 10, 20, 30, 40% und das heißt, ihr könnt das mit eurem Ring ganz einfach einstellen und braucht dann nicht rummessen oder so, sondern und dann ausrechnen, wie viel Federweg 30-25% sind, sondern da ist es ganz cool gekennzeichnet, das heißt für euch auf jeden Fall ein Vorteil. Deshalb würde ich sagen, wir kommen jetzt zu Punkt 2. Und Punkt 2 sind die ganzen anderen Einstellungen, die ihr an eurer Gabel machen könnt. Viele von euch haben Gabeln, wo ihr nur eine Compression und einen Rebound verstellen könnt. Manchmal kann man auch nur einen Rebound verstellen. Compression bedeutet, wie straff eure Federgabel im Prinzip beim Einfedern ist. Also wie viel Widerstand die Gabel gibt, wenn die Gabel einfedert. Der Rebound ist im Prinzip, wie schnell die Gabel wieder ausfedert. Diese Geschwindigkeit wird durch den Rebound definiert. Genau, es gibt dann auch Federgabeln, die kann man noch detailreicher oder spezieller einstellen, wie meine Fox 38 jetzt zum Beispiel, bei vielen anderen Federelementen auch so, bei RockShox zum Beispiel auch, wo ihr High-Speed Compression, Low-Speed Compression, High-Speed Rebound und Low-Speed Rebound einstellen könnt. Dann wird das Ganze schon relativ komplizierter, da wird dann noch definiert, wie die Gabel bei schnellen und bei langsamen Schlägen eben federt. Das ist dann alles ein bisschen komplizierter und wenn ihr euch da nicht dran wagt, da selber dran rumzudrehen, da kann man nämlich auch viel falsch einstellen bzw. so einstellen, dass das Rad sich einfach nicht schön fährt und damit ihr aus dem Federelement eigentlich nicht viel rausgeholt habt, könnt ihr das definierter einstellen und dazu gibt es auch im Internet oft Tabellen, bei Fox auf jeden Fall so, wo ihr genau die Klicks ablesen könnt, wie viele Klicks ihr an eurer High-Speed und Low-Speed Compression oder Rebound einstellen müsst, damit im Prinzip zu eurem Gewicht das Setup passt. Von meiner Seite aus den Tipp an euch, wenn ihr davon keine Ahnung habt, dann stellt erstmal dieses Fox-Grund-Setup, also das Setup, was in der Tabelle steht, stellt euch das mal ein. Und dann merkt ihr gleich, brauche ich noch ein bisschen mehr Rebound, brauche ich noch ein bisschen mehr Compression. Das merkt ihr dann. Aber ich würde am Anfang auf jeden Fall mal die Grundsetups einstellen. Das ist so mein Tipp. Das geht auf jeden Fall schon über in Punkt 3. Und zwar, wenn ihr auf das alles keine Lust habt, dann gibt es noch eine Möglichkeit, finde ich auch richtig cool. Und zwar könnt ihr euch einen kleinen technischen Helfer holen, um euer Fahrwerk einzustellen. Und das ist das sogenannte ShockWiz. Das ist ein kleines Gerät, ich zeige euch das, im Endeffekt ein kleiner Kasten, den man mit Kabelbindern an der Gabel festmacht und dann an der Gabelkartusche oben da am Luftventil anschließt. Und dieses Gerät zeigt euch nachher auf eurem Handy, das kann man über Bluetooth verbinden, was ihr an der Gabel einstellen wollt. Ihr könnt da einstellen, wie ihr euer Setup gern treffen würdet, also ihr könnt im Prinzip einstellen, ob ihr eher ein verspieltes Fahrwerk haben wollt oder eher ein straffes, eins mit viel Grip oder eher ein verspieltes, um Sprünge zu springen oder so. Das könnt ihr da einstellen und dann sagt euch das ShockWiz im Prinzip, was ihr an der Gabel verstellen wollt, müsst, um euer Fahrwerk-Setup zu optimieren. Das funktioniert am Dämpfer, genauso auch an der Gabel. Jetzt gibt es nur ein Problem. Ist auf jeden Fall auf den ersten Blick total cool und man macht sich dann natürlich da einfach, sag ich jetzt mal. Aber das Problem ist, das Teil ist relativ teuer. Logischerweise gibt nur einen Hersteller, glaube ich, der das baut. Und deshalb ist es relativ teuer. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, entweder ihr könnt euch mit Freunden zusammen eins kaufen und dann hin und her tauschen, weil schließlich stellt man an seinem Gabelsetup ja nicht ständig was, sondern nur immer mal wieder. Und deshalb empfehle ich euch, mit Freunden das zusammen zu kaufen und dann könnt ihr das untereinander durchtauschen und jeder kann seine Gabel einstellen. Man kann auch in der App dann eigene Profile sozusagen erstellen, dass jeder Freund von euch sein Setup da erstellen kann. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr einen coolen Fahrradladen ums Eck habt, so wie ich, das Schaltwerk Schweigern, dann geht mal in den Fahrradladen und fragt da mal nach. Im Schaltwerk Schweigern zum Beispiel gibt es nämlich die ShockWiz zum Ausleihen. Ein Set, das ihr euch ausleihen könnt für eine Woche oder zwei Wochen oder auch mal nur ein Wochenende. Und
Dann könnt ihr das an euer Rad bauen. Das ist ja individuell für jeden Dämpfer einsetzbar und für jeden Luft- und Luftgabel, Luftdämpfer und Luftgabel ist es einsetzbar. Könnt euch das dran bauen, übers Wochenende oder über eine Woche eure Federelemente einstellen und es dann wieder zurückgeben. Finde ich mega cool. Also wenn ihr daran Interesse habt und hier aus der Umgebung Heilbronn, sage ich jetzt mal, kommt, dann schaut beim Schaltwerk Schweigern vorbei, da kann man die auf jeden Fall ausleihen. Finde ich eine richtig coole Aktion, ein richtig cooles Gadget, was ihr da euch holen könnt. Und genau, schaut dann da vorbei. Mein vierter Punkt sind die Volume Spacer in der Gabel innen drin. Ihr könnt nämlich eure Gabel oben an der Luftkammer aufschrauben. Und da hat es sogenannte Volume Spacer oder auch Tokens genannt drin. Die bestimmen, wie progressiv eure Gabel ist. Das bedeutet, wie stark die Compression im Endfederweg eben die Gabel vorm Durchschlagen beschützt sozusagen oder wie progressiv sie am Ende wird. Also am Anfang federt der Federweg relativ linear und zum Ende wird die Luftfedergabel immer progressiver. Und das bringt euch den Vorteil, dass ihr durch die Tokens eben könnt ihr die Luftkammer verkleinern oder vergrößern und dadurch wird die Gabel im Endfederweg progressiver oder halt nicht so progressiv. Je nachdem, ob ihr viele Tokens oder wenige Tokens drin habt. Ich glaube, bei meiner Gabel kann man entweder keine reinmachen oder bis zu 5 oder 4. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich habe jetzt 2 Tokens drin und komme damit auch super klar. Jetzt kommt von euch auf jeden Fall die Frage, ja, aber woran stelle ich denn überhaupt fest, ob ich mehr oder weniger Tokens brauche? Das ist eigentlich ganz einfach und zwar, ihr geht einfach Fahrrad fahren und auch die Strecken, die ihr am meisten, sag ich jetzt mal, fahrt, also die den meisten Teil von eurem Einsatzgebiet eben abdecken. Und dann schaut ihr, wie weit hat meine Federgabel eingefedert. Wenn ihr da zum Endfederweg, also im Endeffekt zum Durchschlag, noch Platz habt, dann könnt ihr ein Token entfernen. Das bedeutet, eure Gabel war am Ende zu progressiv und hat die im Prinzip zwar vor dem Durchschlag bewährt, aber ihr konntet auch nicht den kompletten Federweg ausnutzen. Wenn ihr im Prinzip perfekt beim Durchschlag seid, dann habt ihr eure Tokens oder kurz vor dem Durchschlag seid, dann habt ihr eure Tokens richtig eingestellt. Weil dann, wenn ein noch härterer Schlag kommt, im Prinzip, dann gibt es zwar den Durchschlag, das tut der Federgabel auch nicht unbedingt so weh, aber das kann die schon ab, so einen Durchschlag. Aber dann habt ihr eure Tokens im Prinzip perfekt eingestellt, um die Gabel zu beschützen, aber gleichzeitig auch, um den maximalen Federweg auszunutzen. Und wenn ihr die ganze Zeit auf der Fahrt natürlich auch Durchschläge habt oder immer mal wieder auf einer Fahrt 4-mal oder so, dann solltet ihr natürlich dementsprechend Tokens hinzufügen. Wichtig ist, dass aber vor der Einstellung mit den Tokens die Einstellung mit dem Sag gemacht wurde, weil dann kann es ja auch sein, dass euer Luftdruck einfach nicht gestimmt hat. Deshalb zuerst den Sag einstellen und dann nach den Tokens schauen. So, das waren jetzt 4 Schritte, wie ihr eure Gabel einstellt. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Und dann geht es einfach darum, wenn ihr die Gabel eingestellt habt, zu fahren. Und ich habe gedacht, ich mache euch hier in dem schönen verschneiten Wald heute auf meinen Home Trails ein paar Clips und hocke mich jetzt aufs Rad und fahre für euch ein paar Runden und filme das mit der großen Kamera ein bisschen von außen, schneide euch jetzt ein paar Clips ins Video, weil Fahren ist das Wichtigste, um festzustellen, ob ihr richtig eingestellt habt und wo ihr dann danach, nach der Fahrt, auch eben nochmal nachbessern könnt. Und deshalb geht's jetzt aufs Rad, jetzt auf die Trails und ich würde sagen, let's go, shred it! Yo Leute, ihr habt hoffentlich ein paar coole Clips gesehen und ich hoffe, dass ihr das genauso macht, dass ihr genauso Spaß auf den Trails habt und danach
euch anschauen könnt, wie hat denn eure Federgabel gefedert, wie gut hat es denn funktioniert. Und ja, ihr könnt euch das nach der Fahrt einfach anschauen an eurer Federgabel, wie weit hat der Ring eingefedert, wie hat sich die Gabel angefühlt, fandet ihr das gut, fehlt euch ein bisschen die Compression, also dass ihr zu wenig Compression oder zu viel Compression habt, fandet ihr den Rebound in Ordnung oder war das Rad viel zu verspielt, viel zu unruhig, dann tritt ein bisschen Rebound raus. So findet ihr euer Setup. Wie gesagt, immer fahren und danach gucken, okay, wie hat es mir gefallen oder auch zwischendrin mal ein bisschen was verstellen. Aber wichtig ist, immer nicht zu viel zu verstellen, sondern immer mal ein, zwei Klicks und dann zu schauen, ist es besser geworden oder nicht oder ist es schlechter geworden, dann dreht ihr wieder zurück. Und vor allem immer merken, wie viel habt ihr gedreht, damit ihr wieder auf euer Grundsetup zurückkommt. Das war es jetzt eigentlich mal von dem. Wenn ihr eure Federelemente mit dem Shockwiz einstellt, dann könnt ihr natürlich danach nach euren Trails die App checken und schauen, was sagt euch das Shockwiz, was ihr verändern sollt. Und wie gesagt, das Shockwiz sagt euch genau, soll ich mehr Tokens hinzufügen, soll ich mehr Luftdruck hinzufügen, Luftdruck ablassen, soll ich an der High-Speed-Compression, Low-Speed-Compression, High-Speed-Rebound, Low-Speed-Rebound was verstellen. Das sagt euch alles das Shockwiz. Und mit so Reglern, das blendet euch das mal ein und dann könnt ihr daran genau feststellen, wie ihr euer Setup im Prinzip perfekt findet und genau. Ich würde aber sagen, das war es jetzt schon von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Gabel einstellen, Gabel-Setup ein bisschen näher bringen. Wichtig ist, dass ihr zwischendrin fahrt. Daran könnt ihr am besten feststellen, ob es passt oder nicht. In der Werkstatt kann man da immer relativ wenig testen. Und genau, ich würde sagen, das war's von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie ich euch noch weiterhelfen kann, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Ich beantworte die gerne, ich schaue mir die gerne alle an. Und genau, jetzt würde ich aber sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Radfahren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao.